Beim Gang durch die Badstüberstraße fällt mir ein Schild ganz besonders ins Auge. Klingeln Sie hier bei Schamanin Tobea Witt. Mein erster Gedanke, was bedeutet überhaupt der Begriff Schamanin? Was steckt hinter dieser Berufung? Frau Witt hat sich dazu bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stehen. Gleich zu Beginn fällt mir ein ganz besonderer Hausgast ins Auge. Und wer ist der kleine Kerl? Das ist Muscher, das ist hier mein Markenzeichen. Hallo. Der guckt hier schon immer und er geht auch immer an die Tür, weil er immer denkt, der Besuch ist für ihn. Wir dürfen hinein in das Reich einer Schamanin. Schätzchen, das ist meine Penthouse-Wohnung. Ich bin somit die erste hauptberufliche Schamanin in Deutschland gewesen. Und als ich mich angemeldet habe, Gewerbe angemeldet habe, da haben die natürlich alle ganz schräg geguckt, weil es das einfach noch nicht gab. Und ich musste das erkämpfen. Wie macht man das eben mit Geld einnehmen oder so? Früher war das ja immer so, oh, man redet da nicht drüber und Muschel Bubu und so, ich lege Ihnen hier was so unter den Teller oder so, so ganz geheimnisvoll. So, ne? Und ich bin der erste Schamane, der Mehrwertsteuer bezahlen muss, 19% und in der IHK bin, was ich immer noch nicht verstehe, warum ich das sein muss. Ja. Aber es ist natürlich so, die Gegebenheiten dazu, das musste sich auch erst sortieren. Nicht jeder, der sich einen Schamane nennt, weiß auch mit den Menschen umzugehen. Man muss die Techniken lernen, so wie eben der die Noten lernen muss. So habe ich auch eben bei internationalen Schamanen gelernt. Ich habe bei einer Mongolin gelernt, ich habe bei einem Österreicher gelernt und 3 Jahre bei einem Brasilianer, wobei ich das Glück hatte, dass der Brasilianer hier in Deutschland war. Mir wird schnell klar, was es der 54-Jährigen abverlangen muss, sich mit den Seelen der Menschen zu beschäftigen. Im Laufe der Jahre hat sich Tobea Witt auf den Aspekt des Todes spezialisiert. Ich bin dazu gekommen, ich hatte, als ich 30 war, eine Herzoperation, die ist nicht so ganz gut gelaufen. Und bei dieser Herzoperation hatte ich eben so ein Nahtoderlebnis, ich war klinisch tot und ich bin so drüben auf die andere Seite gegangen, das hört man ja viel, aus dem Körper raus und so weiter. Und da haben die da drüben auf der anderen Seite zu mir gesagt, du kannst zurück, aber erzähl den Menschen vom Tod und nimm ihnen die Angst. Tiere stehen bei der Schamanin Tobea Witt für ganz individuelle Eigenschaften. Das heißt, die Tierbotschaften spiegeln zu einem beachtlichen Teil persönliche Erfahrungen mit den entsprechenden Krafttieren wider. In fast jedem Raum finden sich versteckte Botschaften. Sie animieren zum Träumen. Schnell wird klar, das Haus steckt voller Details, die sich jedoch im Laufe der Jahre verändert haben und auch zukünftig noch umgestalten werden. Mein Ziel ist es immer so, die Menschen wieder auf den Punkt zu bringen. Wir haben uns irgendwo verloren und das Unterbewusstsein sagt auch oft, ich stehe neben mir, ich bin nicht ganz bei mir. Und selbst wenn einer sagt, du hast nicht alle Latten am Zaun, ist das auch so gemeint, dass er einfach Seele verloren hat. Und das geht dann immer so folgendermaßen ab, das würde ich Ihnen gerne nachher noch zeigen. Das ist als erstes die Klangliege. Unter dieser Liege sind 60 Saiten gespannt, die sind alle auf Ton A. Und Ton A ist der Grundton unserer Zellen. Das heißt, ich gehe mit meiner Hellsichtigkeit und mit den Tönen durch den Körper und gucke, wo ist der verstimmt. Was ich mitnehme aus dem Selbstversuch, mein Krafttier ist der Frosch und auch wenn ich anfangs etwas skeptisch gewesen bin, nach dem Klang der Trommel konnte ich für einen kurzen Moment abschalten und entspannen. Kurz vor der Verabschiedung fallen mir die immer wiederkehrenden Herzen ins Auge. Das Dankeschön von Menschen, denen sie geholfen hat. Und dann gehe ich hier an der Wand vorbei und dann denke ich, ja, da sind so viele Menschen, die dich brauchen und die darauf warten, dass du da bist und die verzweifelt sind und du kannst ihnen eigentlich ganz viel nehmen. Und dann macht mir das immer wieder Mut, weiterzumachen. Ja.